Wir haben uns ungefähr 2, 3 Mal im Jahr getroffen, von 1996 an bis zum Ende der 90er Jahre. Immer wieder zu Titanic-Filmen. Ich habe sie zu mehreren Gelegenheiten interviewen können. Melvina war unheimlich warmherzig und offen. Sie hat immer sehr schöne Anekdoten erzählt und freiwillig viele Anekdoten erzählt aus ihrem Leben. Alles, was mit der Titanic zusammenhing, kannte sie auch in- und auswendig. Also, es war eine sehr warmherzige, wunderbare, nette Frau. Die war damals schon Ende 80, ein stolzes Alter, aber quickfidel und immer, wenn sie von der Titanic erzählte, dann leuchteten ihre Augen. Die wusste also ganz lange Zeit nicht, dass sie überhaupt Kind auf der Titanic gewesen war, bis die Mutter irgendwann neu heiratete und ihr das mal erzählt hat. Sie war 9 Wochen alt, sie war also ein winziges Baby. Eine ihrer Lieblingsgeschichten ist, wie sie von einem Matrosen in das Rettungsboot mit einem Sack gehoben wurde, weil sie so klein war, dass man sie eben nicht einfach so von Mensch zu Mensch weitergeben konnte. Die Titanic-Überlebenden kamen an in New York und es gab ja damals noch keine Flugzeuge. Wie sollte man also zurückkommen auf dem Schiff? Und Melvina hatte ihren Vater verloren bei dem Unglück. Es war also nur noch die Mutter und der Bruder am Leben. Und dann sind sie auf die Adriatik gegangen und sind mit dem Schiff zurückgefahren. Und auf diesem Schiff ist sie wirklich rumgereicht worden wie schon ein kleiner Popstar. Also sie war ein winziges kleines Baby und niemand auf dem Schiff konnte sich vorstellen, dass dieses winzige Wesen das Titanic-Unglück überlebt haben könnte. Also haben sich alle mit ihr fotografieren lassen. Ich war mit ihr auf einer Convention in Belfast, da war sie zum ersten Mal, also dort, wo die Titanic erbaut wurde. Da war sie ganz aufgeregt, weil so viele Menschen da waren und sie musste so viele Autogramme geben und hat dann schlussendlich auch noch eine Rede gehalten vor allen anderen. Also das war wirklich sehr aufregend für sie. Als sie einmal in Amerika einreisen wollte, da hatte sie Probleme an der Grenze, also sie wollten sie nicht einfach so reinlassen. Und dann hat ihre Begleitung gesagt, wissen Sie denn nicht, dass diese Dame auf der Titanic war? Und dann ist sie sofort durchgewunken worden. Da hat die Grenzbeamtin gesagt, You survived the Titanic, go!